Herzlich willkommen an unserer Spellcaster University in die Ludos. So, wir sind zurück. Ihr seht, läuft immer noch alle aufgeregt durch die Gegend und müsst eigentlich zum Unterricht. So, jetzt gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier? Den Assassinenraum haben wir. Wir haben einen Student Room. Wir haben das Shadow-Klassenzimmer, die unten ist klar. Wir haben Classroom of Light. Und wir hatten den Teacher's Room und die Alchemie-Classroom. So, sieht man so ein bisschen unten. Und dann würde ich sagen, ziehen wir doch als erstes mal eine Karte hier unten. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein Child-Eater-Bed. Generates sleeper souls an ingredient for making potions. Sometimes hurts sleeper. Okay, da können wir Ingredients für Potions herstellen mitbekommen. Wir haben einen Demon's Room. Der passt total gut in unsere Taktik. Kann man den... Könnten wir hier oben ranbauen, finde ich gar nicht so schlecht. Dann haben wir das so ein bisschen alles zusammen. Dafür brauchen wir jetzt natürlich auch wieder einen Teacher. Und ich sehe schon, wir haben einen exzellenten, nämlich Joy. Nein. Ah, ich wollte sie umbenennen. Kann man das... Ich habe daneben geklickt. Das ist ein bisschen fisselig immer noch in dem... Ich glaube, man kann die immer nicht umbenennen. Okay, Joy, herzlich willkommen. Das ist dein Klassenzimmer. So, dann seht ihr, die Zahlen steigen auch schon ganz gut. Mal sehen. So, Greetings from the Adventurers Guild. I found some time between troll killing to come to say hello. A new school of magic is always good news for us and the Adventurers Guild. What kinds of magicians do you train? Magicians capable of healing? We always lack good healers. Oder magician blow things up and indisciplined help for your next raids. Oder magicians used to using magic trinkets. Magic Trinkets, Healing. Ach, Heiler. Wir haben ja auch Lichtmagie. Wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir können das Gildenbanner aufhängen. Das heißt, da würden wir die ganze Zeit Adventurous Guild Sachen kriegen. Wir kriegen, oder den, das, wie sagt man auf Deutsch? Na? Das, mir fällt das Wort nicht ein dazu. Was es auch in der Schule gibt, wo man hingehen muss, wenn man verletzt ist. Whatever, ihr wisst, was ich meine. Okay. Oder die Infirmary. Ja, come on, die habe ich noch nie gebaut. Die bauen wir doch mal. Das Krankenzimmer, genau. Das Krankenzimmer, das bauen wir hier mal ran. Oh, da haben wir jetzt Nurse Vanessa. Oder Nurse Wilfried. Sie ist inspirierend und ein Gourmet, aber still. Und die Sanity ist decreased over time. Wisdom of the Older. 10% mehr. Dann wäre sie bei 0. Hier ist also mehr. Vanessa. Außerdem ist Vanessa Vanille nenne ich sie, weil das ist meine Arbeitskollegin. Es war anders mit Nachnamen, aber herzlich willkommen, Vanessa. Du bist jetzt die Nurse in unserem. Ihr seht schön hier, die Studenten kommen. Wir können hier, wenn wir hier reinklicken, dann kann man jetzt hier so gucken. Hier hat noch niemand was gelernt, glaube ich. Aber sobald die was lernen, stehen dann hier Nummern. Ah ja, hier sieht man es aber schon schön. Die Pitaya. Ist, oh, hier auch. David. Sehr gut, David. Du hast es drauf. Du hast schon von allem die Hälfte. Das finde ich gut. Was sagst du denn so? Ah, gibt es hier was? Oh, man kann... Shadow School is true magic. Was haben wir denn hier? Was hast du negativ? Ah, okay. Also, andere Leute, wieso sollten sie auch toll sein, ne? Also, come on, man kann ganz alleine sein.
Okay, needs increase less quickly. Ah, okay, sehr gut, weil der Teacher und du, ihr seid neutral, das passt zusammen. Das heißt, du generierst schön diese ganzen Schattenmagie, das finde ich gut. Sehr gut, David, vielen Dank dafür. Das machst du gut. Ich freue mich, wenn der erste Student hier voll den Anfall kriegt. Wir lassen ja die Zeit hier so langsam da mal vergehen. Was? Chosen of the Light. Jetzt kommen auch noch die Händler vorbei. Die Merchants Guild is very interested in your new university. Maybe we could even provide you with some funds. But in return, we expect you to make your university a profitable investment. You will have to collect 6.000 Gold Coins. Ja? Oder? Nee. Oh. Ja. Jetzt haben wir hier. Wenn wir es schaffen, am Ende kriegen wir eine Belohnung. Das schaffen wir. Los. Boah, Alchemie, faster. Hier, du kommst in die Main Class, David. Aber was bist denn du hier? Warte mal, warte, warte. Du lernst alle Magie 15% langsamer, aber Alchemie 25 schneller. Das heißt 5. Ja, es ist immer noch okay, 10. Komm schon. Willkommen, du bist der erste Student in der Main Class. Du bist auch. Ja, alle sind so. Knapp bei Kasse. Oh, natürlich, total beliebt. Ach. Noch irgendwas Interessantes? Nö. Dann gehst du auch mal in die Main Class. A bit silly. Oh Mann, ey. Aber eigentlich ist der Rest ganz okay. Wir nehmen dich mal in die Horde auf. Brilliant Pidgey. Alchemie slower. Nein, All Magic 15% slower. Ja, come on, Greg, aber du bist trotzdem hier unten willkommen. Arcana Faster haben wir nicht. Magic to Pollen. Ja, komm, wir brauchen brillante Leute auch da. Ruiniert, Lawful Neutral. Klingt auch noch da. So. Dann ziehen wir doch hier mal eine neue Karte. Oh Gott. Private Apartments. Refectory. Ja, noch haben wir so eine kleine Schule. Das brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Aber Private Apartments für die Teacher. Das ist ja kein Teacher's Room. Hier. Das ist nicht dasselbe. Nee. Das ist auch gar nicht so schlecht. Wo packen wir das denn hin? Wenn ich das hier hinpacke, da passt dazwischen ja noch ein Doppelraum. So. Dann sind auch die Lehrer zufriedener. Das ist ja auch immer wichtig. Nur gute Lehrer machen auch guten Unterricht. Da! Ihr seht, die ersten Leute trauen sich hier durch die Fallen. Oh, da hat schon jemand. Knut, du bist schon ein Assassin, ein kleiner. Du übst sehr viel, sehe ich. Sehr fein. Und Yannick? Yannick scheint ein Faible für Alchemie zu entwickeln. Ist aber bisher. Wir müssen das mal beobachten, weil wenn er hier keine Punkte macht, könnten wir ihn in ein anderes Haus stecken. Obwohl er Chosen of the Light ist. Ja, machen wir kurz Pause. Und ich weiß, hier gibt es nämlich ganz viele Karten zu ziehen. Wir gucken mal ganz kurz, wie der. Die sind beide neu dazugekommen. Die dürfen noch. Oh, doch, doch, der. Guckt euch das an. Fleißiger neuer Student. Ganz, ganz, ganz fleißig. So. Alchemie. Ja, wie viele von euch haben Schattenmagie gelernt? Eine Person, Janek nämlich. Oh ja, sehr gut. Also so eine Mischung aus beiden, glaube ich, fände ich ganz okay.
Aber wenn jetzt ganz viele Schattenmagie erlernen und gar nichts in Licht, ist immer blöd. Und hier auch. Guck mal, hier. Katrin interessiert sich nämlich scheinbar mehr. Ah, oh, okay. Hier, Demolotogie findet sie auch ein bisschen unheimlich und dangerous. Hier, David ist sehr, sehr engagiert in beiden Fächern. Deswegen, wir sollten aufpassen, dass die nicht alle alles quer lernen. Ich guck mal ganz kurz hier bei diesen Werten. Hier, keiner von denen hat bisher irgendwas in Alchemie. Das heißt, wir sagen denen mal Alchemie nein. Wenn es geht. Licht ist noch okay. Also einfach, weil es ist besser, wenn die auch ein paar hohe Werte haben und nicht alles querbeet so ein bisschen lernen, weil davon haben sie ein Jahr später auch nichts. Sie wollen ja was Vernünftiges werden. So ein paar Allrounder ist ganz gut. Solange sie nicht so viele verschiedene Sachen dann haben. So, wir wollen ja hier ein guter Lehrer sein. Das können wir mal gucken, dass wir vielleicht Licht was Neues. Oh, wir haben einen White Dragon. Also, wir können entweder White Dragon. When the White Dragon is moving around the school, active students meet or learn light magic more effectively in a few minutes. Secret stained glass window. Active students in this room slightly increase their sacred mana skills. Heroes Capel. A classroom where students can quickly improve their heroism skills. This room is associated with the teacher. Ist gar nicht so schlecht, aber ich nehme den White Dragon. Können wir den dann irgendwo eigentlich schon ranpappen? Ah ja, wir haben aber nur ein Zimmer, wo der ran kann. Aber ist okay. Er wird jetzt dadurch hier gefördert. Wir haben sonst kein Zimmer, wo das ran kann. Da muss man mal ein bisschen drauf achten später. So. Oha. Oha. Wir könnten eine Krypt bauen. Necromancy. Wir haben noch keine Krypta, oder? Seht ihr eine Krypta? Nein. Sonst könnten wir ein Pentakel, also ein Pentagramm. An active character in this room has a chance to become evil and to gain a trait that allows him to learn shadow magic faster. Ist auch geil. Oder active teachers in this room have a chance to generate component cards. The magic pad contains 3 candle, bone powder, horn orc. Oh, das ist alles geil. Wollen wir eine Krypta? Nehmen wir das Pentakel. Oder Teachers. Wir nehmen das. Weil ich das nicht kenne und ich will das ausprobieren. Da oben. Oder da unten. Na, gucken wir mal, was das macht. Ich kenne halt viele Karten auch nicht. Logischerweise. Look at my beautiful Archmage. Dear colleague, it's always good to see you. I have some interesting news to tell you. One of our students recently became an Archmage. And he haven't the smartest guy. He wasn't the smartest guy in the class either. What do you want, your miracle of my modern pedagogy surgeons? And you, on your side, I think you have trained good herbalists, right? Ich glaube, dafür ist es zu früh. Ich glaube, wir schaffen in der ersten Schule auf keinen Fall einen Archmage. Indeed. Dann verliere ich Prestige und das ist ausgegraut. Ah, fuck it. Ja, dann müssen wir uns leider von unserem Prestige verabschieden. Sorry, wir sind noch nicht weit genug dafür. Aber wir kriegen neue Studenten. Vielleicht bald. Du bist schlau. Du bist voll dabei. Ein bisschen evil. Das heißt, ab in die Horde. Child of Nature. Oh, ein Gothic. Willkommen in der Horde. Du bist tapfer. Long Sleeper.
Eigentlich müsstest du... Naja, geh mal in die, ins Licht. Du bist hässlich. Rita ist hässlich. Ein bisschen evil. Ja, ich glaube aber... Ein bisschen evil gehört da halt rein. So, gibt's denn auf der Map was Neues zu sehen? Ja. Ach nee, unavailable. Sorry. Was haben wir denn hier überhaupt schon? 0 mit dem 5 mit dem Lord of Evil? Ach ja, die Einwohner mögen uns natürlich überhaupt nicht. Hier fehlen uns noch 300 ein paar. Dann lasst uns doch mal gucken, wie es unseren Studenten eigentlich so geht. So, jetzt können wir. Wir gehen mal wieder die Orks besuchen. Und kriechen ihn in den Popo. Zack. So. Seht mal, jetzt haben wir schon 40. Haha, und die mögen uns noch weniger. Ach, unsere Nachbarn. Ach, wieso? Auch die Menschen, ne? Wir sind so ein bisschen, wir sind schon so ein bisschen evil. So ein klein bisschen. So, Julius, was sagst denn du? Oh, die, was? Die Schüler waren lame? Boah, guckt euch das an, wie viele Schüler es sind. Ah, increase light magic. Increase light magic. Choosing of the light mal 2. Wow, Lukas. University Specialization. So, jetzt muss ich mir aussuchen, auf was will ich denn spezialisiert sein? Ich hoffe, es passt zu irgendwas, was wir schon besitzen. For any good magic school, we need a special subject on which we will concentrate our efforts. This is essential to shine internationally. Dann lass uns ein Arcan-Spezialist. Nein, wir haben kein Light Magic. Oder Alchemie. Oder Nature. Nee, wir nehmen Chosen of the Light. So, wir sind jetzt eine Schule des Lichts, aber in Wirklichkeit machen wir ganz viel Schattenmagie. Aber das weiß natürlich keiner. Psst. Chosen of the Light. Hier haben wir schon einen. Du gehst zu den Kriegern des Lichts. Und jetzt gucken wir uns mal nebenbei an, wie geht's denn unseren Studenten so? Zoe, was sagt Zoe? Ja, die beiden Schlafmützen haben noch nicht wirklich irgendwelche Werte. Na, hat auch noch nichts. Oh, weil da beten sie den Dämonen an. Guckt's euch an. Hier haben wir einen Studenten, der relativ viel macht, ne? Nee, wir müssen das gleich nochmal im Auge behalten. Wir wollen ja nicht, dass die echt alles machen. Und da fliegt unser Drache. Wir wollen ja nicht, dass hier alles gemacht wird. Die Orks wollen gleich irgendwas von uns. Ah, das haben wir. Wir haben einen Coffin. Students who sleep in the bed have a small chance to become a vampire. Interesting. Let's do this. Haha. We are hungry. What can I do? The human will find us something to eat otherwise. We will eat the human. And the little human. Who lives in the human's house? And we will also eat the house of the human. And which the human and the little humans live. And probably also human pets. So. Macht es doch? Nein. At least ein... Ach, wir haben kein Waffeleisen. Okay, wir haben das auch nicht. Oh. Oh, das tut uns weh. Also entweder wir verlieren unsere Reputation. Oder wir sagen... Boah, das ist fies. Sagen wir das. Ah, wir sagen das. Ah, es tut weh. Brillant. Brillant und ein Krieger ist nichts.
Fuck, wir müssen jetzt mal ganz kurz auf die Map gucken. Au, 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 au. Woher kriegen wir ein verdammtes Waffeleisen? Ich habe keine Ahnung. Also, jetzt gucken wir uns mal unsere Klasse an. Was ist mit euch hier, Jungs? Ja, Alchemie scheint euch ja zu gefallen. Was ist mit euch hier? Licht, ja. Demologie. Philipp. Philipp, du bist ein Chosen of the Light. Hast du überhaupt keinen Bock auf the Light? Philipp, was mache ich denn jetzt mit dir? Ich könnte sagen... Ich habe den falschen Ange... Philipp. Philipp wechselt die Häuser, sorry. Sorry, Philipp. Also, man muss auch bei der Sache sein, selbst als Chosen of the Light. Hier, ja, das läuft alles. Wir kontrollieren schon unsere Studenten hier so ein bisschen. Hier haben wir aber auch jemanden. Ist auch ein Chosen of the Light und habe überhaupt keinen Bock auf Light-Magie. Ich könnte halt... könnte mal ausprobieren. Ach, die haben aber auch schon die dunkle Macht. Jeder will irgendwie lieber die dunkle Macht. Die dunkle Macht, die dunkle Macht. Hier auch die dunkle Macht. Zoe. Zoe will auch lieber die dunkle Macht. Hm. Nick auch. Also ihr seid zwar Chosens of the Light, habt ihr überhaupt keinen Bock auf Light-Magie, oder? Wir brauchen vielleicht mehr Klassenzimmer für euch. Die sind hier schön bei beiden am Start. Ja, wir lassen das mal so. Wir lernen ja auch was dazu. Das ist unsere erste Schule. Ich frag mich, wann wir hier... Ja, los auf 100. Ich will auf 100 kommen. Sehr gut. Oh, ich habe gehofft, wir haben eine neue Klasse, aber haben wir nicht. Reduce Entire School, Maintains Cost per 25 oder Multifunction. Active Characters in the Room see their Hunger, Interest and Boringness slightly decreased. Oder Guild Banner. With the Adventurous Guild. Das ist perfekt für dieses Ding. Schade, ich habe mir ein Klassenzimmer eigentlich gewünscht. Dann gucken wir mal, was wir beim Schusen... Ah, da. Das wird bestimmt nochmal kommen. Das brauchen wir für die Orks. Wir wollen mit den Orks gut sein und ich habe keinen Bock, immer Reputation zu verlieren. So, das war also eine eindeutige Kiste. Jetzt gucken wir, was das Base Deck sagt. Nature Classroom? Nein, der ist ausgeschlossen. Tut mir leid, aber wir brauchen nicht noch mehr Magie. Mehr Betten und mehr Bilder oder Teacher's Room. Was ist, wenn ich das da reinsetze? 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir 5. Können dann mehr Leute da drin schlafen? Hypothetisch wahrscheinlich. Weil ich glaube... Ich hatte gelesen, dass die Räume mehr, also haben mehr Vorteile angeblich, aber ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Wenn die aufstuft, weil ich glaube, optisch können sie das nicht darstellen, weil das ja nicht einfach größer werden kann. Ah, was? Wer ist das? Smo? Smo? A Shelly student in the same room? Okay. Hallo? Der hat einfach Graffiti an die Wand gemalt. Dragon Dealer. 20 schools have dragons. Do you want... ja, ich hätte gerne einen, aber ich habe kein Geld dafür. Oh. No. Sorry, jetzt bin ich traurig. Wir haben nicht das Gold gehabt. Smart. Shadow Discipline. Ja. Malcolm. Die Horde rennt und so. So, Orks. Yes. So, was haben wir hier? The Faction of Orks. 20 Gold.
Oder. Nein. Was ist hier? Lord of Evil. Ach komm, 20 Gold haben wir gerade so. Das machen wir mal. Oh Mann, ey, was machen unsere Studenten? In welchem Jahrgang sind die denn jetzt eigentlich? Ich glaube, das sieht man. Hier 2 auf 3. Oh, was ist hier passiert? Yannick! Hat Tentakel losing sanity over the time. Has a chance to distribute a heal on triggered by learn shadow magic. Du bist ein Schussen of the Light und lernst... Also, Yannick, du bist halt auch... Was soll denn das? Yannick, ganz ehrlich. So verhält sich doch niemand. Du bist geboren, weißt du? Du bist aus einem okayen Haushalt. Deine Eltern sind schon Lichtmagier. Und du, nein, du musstest wieder der Außenseiter sein, der unbedingt Schattenmagier lernt. Oh Mann, ey. So, 1 von 7. Ah, okay, die Jahre... Ah, die ersten Jahre sind verkürzt. Alles klar, I got it. Oh. Smo ist sehr müde, scheinbar. Kein Wunder, hat auch Graffiti gemalt. Ich brauche, glaube ich... Wir haben einen Vampir! Was macht denn das? Sleeps during the day and never at night. Learns all magic 30% faster. And generates twice as much shadow magic. Hmm. That's not bad. Wir haben eh relativ viel Schattenmagie. Geht wieder ab hier in unserem... Geil, wie sie die Dämonen anbeten. Oh Mann, ey. Haben die hier eigentlich was, irgendwas schon mal zu tun gehabt? Hm. Oh, guck mal. Nurse Vanessa. Ah, oh, aber nee. Der Leitteacher Tom ist eh, glaube ich, ein bisschen zu alt. Aber die erholen sich ganz gut in dem Raum. Ah, man sieht da... Ah, das ist cool, wo sie hingehören. So, wir haben schon wieder genug Schattenmagie. Oh, ein Jail. Ein Demon's Room, den haben wir, glaube ich, schon. Ja. Wer braucht nicht ein Jail? Also, wenn die Leute hier anfangen... Jail, das packen wir mal hier schön... Schön thematisch da oben hin. So. The moon was red last night. It's a sign. The clans are gathering for the fight. Oh no. You get being attacked by 3 orcs, oder? But we were at peace. Your reputation is at least known with the orc factions. Consequence, you are being attacked by 2 orcs, oder? You're at least 50 with the orc tribes. You can do it, we are friends. Aber wollen sie mich denn angreifen? Ich probiere das mal aus. Mal sehen, was dann passiert. Ah, ein brillanter Person haben wir hier wieder. Brave und weise. Sanity, Hunger, brillant, awful, Horde. Ganz einfach. Oh, wir haben einen Alchemietrank bekommen. Da steht, wenn wir 3 verschiedene haben, können wir was... Ah, ist dafür... Wartet mal, ist dafür das da? Ja. Ah, geil. Ich habe mich schon gefragt, wofür das eigentlich ist. Und wir haben nicht sonderlich viel Gold bisher gemacht, ne? Cheese, cheese. Können wir das jetzt... Ja. Ah, man kann nicht... 2 von der... Okay, alles klar. Aber die bleiben jetzt so lange wahrscheinlich da drin. Alles klar. So, wir sind im 2. Jahr. Guck mal, 2 Jahre besteht schon unsere wunderbare Akademie. Wodurch was generieren wir denn Käse? Was ist da? Was ist das? Was ist das? Was passiert da? Was macht denn der da? Die Schüler haben auf jeden Fall Angst und rennen durch die Gegend. Was ist los? Ach, hier sind überall
Oh Gott. In the depths of the archive. A trainee has just rediscovered the secret entrance to the former caves of King Boktolan der Vierte. We are a little afraid to venture there, but maybe you can help us explore it. It is said that the contain very valuable forms. Mhm. Also, wie Dungeon Nö? Oder... Okay, wir können das finanzieren. Oder... Pff, das haben wir nicht. Wir haben keine Librarians bisher. Ah, okay, das ist, wenn ich die schon ausgebildet habe. Okay, cool. Das heißt, wenn ich jetzt die ersten Abschlüsse schon hätte und die wären... Librarian, dann würde das gehen. Oh, fuck. Ich habe gerade irgendwas doppelt geklickt. Evil Smart. Arcane. Evil Smart. Was will denn das Schweinchen hier? Ich wüsste gerne, was passiert, wenn wir hier ganz oben sind. Draw the Orkhound. Orkhound. Ah, wir haben kein 50 Naturmana. Was wäre hier? Cleaning Potion. Ah, cool. Wenn man weiß, dass es das gibt, dann ist es natürlich richtig geil. Das wissen wir aber alles nicht. Und hier? Nee. Nee. Na, dann müssen wir das Oberste nehmen. Was? Was ist mit ihm? Gary? Habt ihr das gerade gesehen? Er hat ans Gefängnis da oben gedacht. Da. Muss er ins Gefängnis? Mal gucken wir. Ja, muss er scheinbar. Da steht's. Naja, so ein bisschen Disziplin tut doch immer gut in jeder Schule, ne? Eine Cleaning Potion, ob man mit dem diese Dinger da an der Wand wegmachen kann. Vanessa ist schon das Schöne. Ich frage mich, wie es unseren Studenten geht und wann die ersten. Was? 300 fehlt uns hier? Ach, dann können wir doch mal wieder Chosen of the Light. Okay. Hier sind neue Klassenzimmer. Wir können hier Sacred Mana unterrichten oder. Retribution. Oder eine. Relikt ist. Students working here learn light magic faster and shadow magic slower. Pfe, auf keinen Fall. Wir haben so oft... Ah, guck mal, man kann oben rauf nicht sitzen, ne? Dann bauen wir das mal nach ganz außen. Das sieht so aus, als wäre es... So. Excellent oder korrekt? Excellent wäre 20%, korrekt ist okay. Diligent... Short Sleeper ist okay. Ist okay. Wenn der jetzt hier keine Mega... Perfekt. Britney. Do it, Britney. Ach doch, es ist wirklich offen. Seht ihr das? Das heißt, es kann kein Dach haben. Unsere Schule sieht... Oh, Tax on Magic. Wir wollen dafür nichts bezahlen. Would it be possible to pay later? Ah, oh, fuck, wir können nicht bezahlen. Ach, komm schon. Ja, wir fragen mal, ob wir später bezahlen können. Dump. Auf keinen Fall. Leute, die wirklich gar nichts lernen können, brauchen wir nicht. Mach mal das hier eine Stufe schneller. Dann können wir so ein bisschen... Vergeht das hier auch ein bisschen schneller. Und in der Weile würde ich sagen, schauen wir uns doch noch mal... unsere Studenten an. Was haben wir denn hier, David? Ist okay. Ist auch okay. Kann man die hier durchschalten? Nee, kann man nicht. Small. Bale. Ja. Killer. Was haben wir hier? Lukas. Lara. Zoe. Jonathan, Kate, Yannick. Na, Yannick, wie geht's dir denn so?
sagen, okay, du interessierst dich definitiv mehr für die dunkle Seite der Macht. Und Jessica ist gerade erst gekommen. Beziehungsweise lernt irgendwie ein bisschen überhaupt nichts. Jessica, was machst du denn den ganzen Tag? Okay, das letzte Mal war seltsam. Und was haben wir hier? Katrin. Katrin ist immer noch voll dabei. David. David, du mauserst dich hier auch. Du hast es fast auf das nächste Necro-Level geschafft. Knut, mein Lieber. Ja, kann man machen. Gary. Oh, Gary, du solltest was essen gehen. Dass man euch auch alles sagen muss, ne? So funktioniert es hier doch nicht. Aber die Werte sind alle okay. Das können wir mitmachen. Wir müssen gucken, dass wir... Wir müssen mal hier auf die Symbole dann achten. Wenn das nächste Mal der Typ kommt, der sein Geld will, brauchen wir auf jeden Fall Kohle. Was a thing living in the lake. May have consequences later. Learn his language. Können wir nicht. Communicate with telepathy. Können wir auch nicht, weil wir haben auch keinen Arcane. Lalala. Wir warten. So, greetings humans. Our clan needs warlocks to battle the knights for the king's forces. And I wonder if you'd be willing to help us, because it's sweet. That's what require gaining the trust of all clans and increasing your relationship with them to plus 90. So, friends, receive the crest warlocks for the horde. Was haben wir denn hier? Light Specialist. Oh Gott. Wollen wir? Ach, come on, Warchief of the Lord. Wir haben das gleich geschafft. Müssen wir ja nur noch einmal hier dann einmal besuchen gehen, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir schon mindestens einen Sterne. Gibt es immer Bonussachen, wenn man diese Quest schafft? So, was haben wir hier? Du bist... Okay, aber du bist normal. Du verträgst keine Pollen. Unbreakable. Lawfall. Okay. Du bist mal in der Main-Class. Wir brauchen mal ein paar Leute, die auch ein bisschen Alchemie lernen. So, was will die Horde? 10, 10, 10. Das haben wir noch nicht. So, dann müssen wir die noch einmal besuchen, dann haben wir es geschafft. Dann erstmal Chosens of the Light. Das wäre das nächste Klassenzimmer. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Okay, dann haben wir da so eine dumme Lücke. Dann sind hier, also was haben wir hier? Pur, gut, toll. Inspiring und Unbreakable, Quiet, Long Sleeper, Diligent und Demanding. Ja, dann müssen wir wohl ältere Dame nehmen. Aber ihr seht, Schattenmagie. Dass wir keine Shadow School sind. Oh, was ist das? When a student has at least Necromancy Level 2, he receives the Necromancer Stick. Now he produces 30% more Shadow Mana. Necromantie, ja, das ist global. Ja, okay, wartet. Necromantie. Es ist Dämonologie, Necromantie. Okay, das ist die Mitte. Eins. Hat das irgendjemand schon? Aber Assassin. Wartet mal, ich guck mal ganz kurz ins... Das interessiert mich. Ins Buch. Nee, hier niemand. Eins, okay. Da kann man aber noch was draus machen. Eins. Cool, das heißt, die könnten dann den Stab bekommen bald. Ah, solche Items sind natürlich total cool. So, ich würde sagen, bevor wir jetzt weiterspielen, machen wir eine kleine Pause an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von My Little Hogwarts. Nein, natürlich nicht.
Ach, sondern von Spellcaster University. Das Spiel ist wie gesagt noch im Early Access. Das heißt, wenn ihr Sachen vermisst und noch nicht ganz funktionieren, werdet sehen. Aber es macht wirklich viel Spaß, einfach zu sehen, was passiert. Und ich weiß halt, wie gesagt, auch gar nicht, wie sich die Kampagne spielt. Ich weiß, dass es wohl Perks gibt, je nachdem, wie man die Level beendet. Und dann kann man Sachen mitnehmen in die nächste Welt. Man geht an verschiedene Orte. Es gibt aber auch negative Sachen. Das heißt, es wird auch erschwert. Oh, und ihr seht, hier sitzen wieder Rita und Pitaya. Ihr sitzt beide im Gefängnis. Was habt ihr denn schon wieder angestellt? Hm? Aggressive Einstellungen. Die helfen doch nicht. Oh, guckt mal da. Geil. Na dann, ihr Lieben. Mit diesem Ausblick hier, da bereut es jemand schon. Aber die Tür ist offen. Verlasse ich euch. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.